Hallo Freunde und willkommen zurück hier bei Mass Effect 1 in der letzten Folge vor meinem Urlaub. Ich sag's nur noch mal, nicht, dass ihr euch wundert, dass Montag keine Videos kommen. Ja, wir haben nur noch eine Mission und ich habe schon wieder vergessen, wo wir eigentlich hin müssen. Ich hatte gerade zwischendurch noch mal kurz geguckt auf dem, außerhalb der Folge. Aber ich habe es natürlich wieder vollkommen vergessen, wo wir hin müssen. Deshalb gucken wir noch mal. Proteanstatten, das müssen wir sammeln. Kampfzeichen auch. Insignien auch, Asari-Schriften, wertvolle Mineralien, das sind alles so Sammelquests, Zitadelle der Fan, ja, die kommt später nochmal. Aber wir kommen später auch schon noch des Öfteren auf die Zitadelle, so ist es nicht. Deshalb Geth-Überfälle. Die Geth haben mit dem Aufbau einiger kleiner Außenposten im Armstrong-Cluster des Gilianischen Randsektors begonnen. Sie müssen diese Außenposten vernichten, bevor diese Überfälle in einer regulären Invasion münden. Ja. Armstrong-Cluster in den Systemen Gagarin, Teresh, Korva, Hong und Vamshi. Ja, dann, das ist jetzt, glaube ich, eine der relativ großen Nebenquests gewesen. Ich glaube nicht, dass wir die heute schaffen, leider. So, erstmal Armstrong-Cluster. Gemini, Hades, Gamma, Artemis Tau, Voyager, Attica Beta, Armstrong-Nebel. Vamshi. Ja, da müssen wir jetzt vier Planeten für jeweils bereisen. Gucken, ob wir eventuell zwei pro Folge schaffen. Aber die die Systeme sind relativ klein. Drei Planeten. Pregel. Erkunden. Turianische Insignien gefunden. Beim Scannen des Planeten Pregel haben sie einige Überwachungsbarken im Orbit des Planeten gefunden. Techniker Adams konnte einige hochauflösende Bilder dieser Barken, die offenbar seit langem nicht mehr gewartet wurden, abspeichern. Jede Barke war mit den Insignien der Baetica-Kolonie gekennzeichnet. Sehr schön. Hätten wir das gefunden. Dann Helmos. Hier gibt's gar nichts. Wow. Und Magi. Da können wir landen. Nehmen wir mal die beiden Mädels mit. Und dann gucken wir mal, was es hier so alles auf dem Planeten zu sehen gibt. Vielleicht ist doch nur der Außenposten markiert, man weiß es nicht. So. Einmal, hier ist eine Anomalie, da ist der Außenposten, also fahren wir einmal diese Halse. Aber vorher einmal kurz erstmal die erweiterte Immunität für dich, Tali. Du kriegst die verbesserte Dämpfung. Einfach. Wir haben selber keine Punkte zu verteilen. Gut. Also, ziemlich rot dieser Planet. Kleines Rotlichtviertel hier drauf aufbauen. Ist bestimmt nicht schwer. Ich meine, man spart sich sogar die Lichtkosten. Auch sehr cool, eine rote und eine blaue Sonne. Ich wage zu behaupten, dass das die Sonnen sind. Oder sein sollen zumindest. Irgendwo habe ich gerade Mineralien gesehen. Einen Moment. Und nochmal weiter geht's. Hatten in der letzten Folge ja schon einen Cut. Aber das kommt schon mal vor. Kennt ihr ja von mir. So, irgendwo hier sollen Mineralien sein. Da, wunderschön. Thorium. Nicht mittlerweile mal genug davon. Ich weiß gar nicht, was Thorium war. War es Schwermetall? Ich glaube schon. Ne, seltenes Element. Gucken wir doch mal kurz. Ne, wir brauchen noch 10 seltene, 15 schwere, 17 leicht, aber wir haben schon zweimal zu viel Gas gefunden. Sehr gut. Nicht. So. Dann zu diesen Trümmern hier. Nee, Quatsch, halt. Ich wollte immer noch zur Anomalie. Ich bin doof. Ich bin doof. So manchmal. Und hopp. Aufprallbremsen. Hier ist aber echt nicht so schön, der Planet. Hopp. Ich glaube, als Mensch würde man, wenn man hier länger bleibt, Kopfschmerzen kriegen.
What the fuck? Warum? Weshalb? Wieso? Ich begreif's nicht. Muss ich nicht verstehen, was der da wieder für Sperrens gemacht, der Marco, oder? So. Hier soll eine Anomalie sein. Da ist eine Anomalie. Uralte Trümmer. Wow, das ist ja riesig hier. Ein Artefakt, was wir bergen können. Turianische Insignien gefunden. Auf dem seltsam aussehenden Sensor befindet sich eine alte Aufschrift. Sie scheint die Zeichen der Edessan-Kolonie-Insignien zu tragen. Okay. Und da vorne ist noch eine Anomalie. Okay. Die wurde mir nicht auf der Karte angezeigt. Es werden auch nicht alle angezeigt, aber halt so ein paar. Die wichtigsten, glaube ich. Mal gucken, was wir hier finden. Da unten. Ein seltsamer Schädel. Oh, cool. Das sieht für mich nicht nach einem Schädel aus, wobei doch so ein bisschen. Dieser massive Schädel trägt deutliche Anzeichen von Beschuss durch Massenbeschleunigerwaffen. Über die Xenobiologie-Dateien in ihrem Kampfanzug-Computer kann diese Spezies nicht identifiziert werden. Sie muss von einer unbekannten Welt hierher gebracht worden sein. Und was bringt uns das jetzt? Hat uns das jetzt was gebracht? Keine Nebenquests. Vielleicht ein Codex-Eintrag. Ich guck mal kurz. Nö. Hat uns das irgendwas gebracht? Muss ich mir nochmal im Video angucken. Gut, dann wollten wir jetzt aber zu diesen Trümmern hier. Und wenn wir die haben, dann können wir den Vorposten der Geth neutralisieren. So, alle hopp. Und wir sind gleich da. Wunderschön. Da. Es ist alles in diesem Rot auf Rot, ist das teilweise echt nicht so leicht zu sehen. Vor allem auf eine etwas größere Distanz nicht. So, dann einmal hier durch. Protonenladung und ein Energiegewebe für Rüstung. Naja. Brauchen wir nicht. Gut, dann auf zum Vorposten. Ich werde, wenn wir da in der Nähe sind, erstmal kurz speichern. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, waren manche dieser Vorposten echt nicht so leicht zu knacken. Aber wenn wir Glück haben, schaffen wir es wirklich mal zwei davon pro Folge. Oh Mann, ich freue mich ja schon auf die zwei Wochen nach meinem Urlaub. Ich dann erstmal wieder voll reinkommen muss, weil ich alles vergessen haben werde. Ich werde mir wahrscheinlich einfach vorher irgendwie ein, zwei alte Folgen noch angucken. Das kann ich ja durchaus tun, das dürfte ja nicht das Problem sein. So, irgendwo sind noch Mineralien hier mal wieder auf dem Weg. Die wollen wir natürlich haben. Jetzt drehe hier nicht so am Rad. So, einmal hier drüber und dann haben wir es immer noch nicht. Verdammt. Und hier hoch, da haben wir's. Beryllium. Gucken wir doch mal. Du warst, glaube ich, bist du auch Seltenes oder Schweres oder was auch immer. Irgendwas bist du. Ah, okay, ich war vollkommen daneben und es war ein Leichtmetall. Gut, dann jetzt aber auf zum Vorposten. Alle hopp. Dreh durch. Das war so nicht abgesehen, beziehungsweise abzusehen, beziehungsweise vor allem nicht geplant. So, alle hoch. Einmal. Wupp, wupp. Noch mehr Mineralien auf dem Weg, beziehungsweise bei den Geth. Einmal kurz Quicksave. Mal gucken, was die Geth denn da so alles haben, beziehungsweise die Geth. Geth klingt immer noch falsch, finde ich. So, die Mineralien werden unten sein. Die werde ich dann wahrscheinlich erst dann nachholen, weil ich... Ah, okay. Da sind diese Raketentürme von denen.
Und ich gebe Vollgas und fahre absolut nochmal genau da rein. Sehr gut. Oder ich hole mir eben schnell die Mineralien. Was sind gerade hier da? Magnesium. Das kenne ich. Das brennt ziemlich hell, das weiß ich. Ich wage zu behaupten, es war ein Leichtmetall. Ich bin mir noch nicht sicher, aber es ist ein Leichtmetall. Sehr schön. Ich hatte recht. Oh mein Gott. Ich habe etwas aus dem Chemieunterricht irgendwie eventuell so halb im Kopf behalten. Beziehungsweise ich habe auch einfach richtig geraten. Was mich halt immer so ein bisschen wundert, ein Teil der Raketen geht halt einfach irgendwie durch deren Schilde durch. Der Marco macht wieder Breakdance. Sehr cool. Beziehungsweise eigentlich sogar ein Großteil des Schadens geht durch die Schilde durch. Aber auch nur von den Raketen, nicht von den normalen Schüssen. Muss ich nicht ganz verstehen. So. Jetzt nehmen wir doch mal den Weg, der hier so halbwegs vorgegeben ist. Hier sind irgendwo zwei Türme, die ich nicht sehe. Aber die finden wir schon noch. Da. So, dann hätten wir die ausgeschaltet und dann bleibt jetzt nur noch der normale Vorposten hier. Und das Radar wurde blockiert. Das finde ich nicht so cool, Leute. Oh, Halleluja. Hier ist ein bisschen mehr. Und tschüss. Mal runtergeschubst. Ja. Och, ja, klar. Brauchst mir auch nicht auf den Kopf landen oder so. Und dann hier rumspringen. Yikes. Einer vernichtet. Bleiben noch drei. Ja. Eben dieses. Auf zurück zur Normandie. Dann sind wir jetzt zumindest schon mal im richtigen System. Müssen jetzt halt noch, beziehungsweise im richtigen Cluster. Und die anderen Planeten, beziehungsweise anderen Sonnensysteme. So, Hong. Bist du auch so ein kleines? Das wäre nicht schlecht. Na, es geht. Treagir hat für uns. Ja, hat sogar wirklich was für uns. Ein Leichtmetallvorkommen. An Lithium. Pomal. Hat nichts. Treshaka. Könnte es sein. Nee. Du warst nicht der Planet, auf dem wir landen. Okay, Matar vielleicht. Nee, Matar können wir aber auch erkunden. Materialchenschrift gefunden. Beim Scannen von Matar haben sie die Überreste eines zerstörten Asari-Frachters gefunden. Bei weiteren Scans entdeckten sie auch eine Leiche, die an Bord gebracht wurde. Dr. Chakwas hat die Leiche untersucht, konnte aber die Herkunft der Asari nicht bestimmen. Aber die Asari hatte eine der Schriften der Materialchen, die Linaga, bei sich. Mal wieder. Und Kaspin, der letzte, da werden wir dann landen. Klassische terrestrische Vorläufergartenwelt. Auch wunderschön. So, nehmen wir. Ist eigentlich egal, wen wir mitnehmen. Weil aussteigen werden wir nicht aus dem Marco. Und auch wenn die Folge jetzt wahrscheinlich ein paar Minuten länger wird, werde ich hier noch den zweiten Vorposten mit reinschneiden. Beziehungsweise mit reinbringen. Und dann in der nächsten Folge. Da ist der Außenposten, also einmal diese Halse. In der nächsten Folge nach meinem Urlaub gibt es dann die anderen beiden. Und dann wird es wahrscheinlich wieder Hauptquest geben. Welche, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich Pharos, weil das so die ist, die am längsten schon da ist. Oder mal kurz gucken. Ja, Pharos, Geth-Angriff. Danach werden wir wahrscheinlich nach Wurmeier gehen, auch wenn wir die andere schon länger haben.
Wobei, mal gucken. Auf Pheros werden wir auch einen Gegnertypen wiedersehen, den wir kennengelernt haben. Und Entschuldigung für diesen unerwarteten Schnitt, es hat gerade das Telefon geklingelt. Aber wir können Garrus noch ein bisschen ausrüsten. Nimm mal die erste Hilfe mit. Ödner, du kannst Kampfpanzerung und ein bisschen auf Fitness mit der Immunität. Die ist echt gut für ihn. Immunität und Barriere und die beiden oberen werden wir auf jeden Fall noch maxen. Wir selber haben keine Punkte mehr zu verlieren. So, können wir jetzt da mal hoch. Na, komm, hopp. Alle, hopp. Und einmal oben. Und auf der anderen Seite wieder runter. Yay! Wupp, wupp. Wo müssen wir hin? Ich bin gerade massiv verwirrt. Irgendwo da oben hoch müssen wir, glaube ich. Gucken wir doch mal. Komm schon. Hier haben wir es. Ein Sender. Was denn für ein Sender? Und mal wieder das übliche Spiel. ID-Tag gefunden. Unter dem Sender befand sich das ID-Tag von Captain Thane. Sie konnten keine Hinweise darauf finden, warum und von wem es hier in der Erde versteckt wurde. Thane sagt mir sogar was. Ach nee, das ist, zweiter Teil, das ist wer anders. Da heißt auch wer Thane. Und zwar ein ziemlich cooler Charakter, meiner Meinung nach. Der heißt, ist aber glaube ich kein Captain. Und runterfallen, um wieder hochzufahren. Das war, glaube ich, nicht so meine intelligenteste Idee heute. Aber man kann ja nie wissen. Ja. Und noch tiefer. Yay! Wuhu! Ja. Wer tief fällt, der fällt tief. Oh, Alter, hier kommen wir ja gar nicht irgendwo hoch. Fahren wir mal außen rum. Ich hasse es, außen rum fahren zu müssen. Na gut, dann hier auf der Bergkette mal lang. Nein, nicht runter. Das ist auch so ein bisschen nervig mit dem Marco, dass man halt einfach viel zu schnell irgendwo runterfällt, einfach weil der übelst am Rumspringen ist. Man könnte meinen, der Marco hat viel zu viel Speed und kein Gewicht oder so. So, jetzt müssen wir aber runter. Und da hinten sehe ich auf der Karte Gegner. Aber ist das doch ein gutes Stück bis zum Geth-Außenposten? Das verwirrt mich. Aber da ist eine Anomalie auch abgezeichnet. Na, gucken wir nachher mal. Alle, hopp. Na, fast perfekt gelandet. Bist du's? Nein, dann da. Unsere Garrus ist immer noch vergiftet. So, können wir jetzt mal... Ah, okay. Muss ich nicht ganz verstehen. Einfach durch. Munitions- und Rüstungsupgrades. Sehr schön. So. Das ist die Anomalie sogar, wo die Truppen, beziehungsweise die... Ich weiß nicht, was da genau steht. Wir werden es gleich sehen. Irgendwas steht davor. Okay. Mal gucken, was da so los ist. Und hoch. Achso, da schießt schon wer auf uns. Ich bin voll in den Schuss gefahren. So, Nummer 1. Ah, hier sind noch ein bisschen mehr Party. Was haben die hier vorgehabt? Das hier ist doch nicht der Außenposten. Ich bin gerade maximalst verwirrt.
wollte nicht aussteigen, danke. So, gab zumindest einiges an Erfahrungspunkten. Und hier können wir irgendwo irgendwas machen. Hm? Irgendwie nicht. Hallo? Ich bin verwirrt. Hier rumzustehen bringt gar nichts. Ja, das stimmt, aber irgendwas ist hier doch. Sollte doch hier sein, oder? Hä? Gehen wir. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Das ist wunderschön, aber das verwirrt mich gerade trotzdem maximalst. Es war halt einfach nur ein anormales Signal. Aber wir können es nicht ausschalten. Probier's nochmal kurz. Wieso hast du deine Waffe gezückt? Brauchen wir nicht. Ja. Verwirrung. Na gut. Dann holen wir uns noch schnell den Geth aus dem Posten, weil schnell ist die Sache. Das wird wahrscheinlich trotzdem noch so 5 Minuten dauern. Wird die Folge zwar überdurchschnittlich lang, aber das möchte ich. Da möchte ich jetzt nicht noch mittendrin auf diesem Planeten hier einen Cut setzen. Vor allem, weil ich euch knapp zwei Wochen warten lasse. Eigentlich sogar ein bisschen mehr. Hier runter, da unten sind Mineralien. Irgendwo im Nirgendwo finden wir ein Vorkommen von. Was haben wir hier? Komm. Gold. Sehr schön. So. Nein. Na gut, haben wir trotzdem noch geschafft. Schwermetall Goldvorkommen. Gut, der Zielort ist noch markiert. Ich wage zu bezweifeln, dass wir da gerade so ohne Probleme hochkommen. Deshalb nehmen wir mal den halbwegs einfachen Weg, auch wenn das absolut nicht zu mir passt bei so einem Berg hier. Einfach den einfachen Weg drumherum zu nehmen. Aber es bot sich gerade an. Dreschlund? Nein, schade. Hätte ich gar nicht mal ungern gehabt, weil es gibt Erfahrungspunkte en masse. So. Und hier ist blockiert. Ergo ist der Außenposten nicht mehr weit. Ich glaube, der war hier oben irgendwo drauf. Hallo, niemand zu Hause? Verwirr mich. Ich bin maximal verwirrt. Irgendwo hinter uns müsste sein. Man sollte mal die Augen aufmachen, das könnte helfen. Hey, ups. Hallo. Mal kurz zurückziehen, so ein Stück. Verdammt, nicht getroffen. So, das war Nummer 1.
Und da taucht noch mal irgendwo ein Geth-Schiff auf, das einfach im Allgemeinen nerven möchte. Okay. Da müssen wir ausnahmsweise mal ein Schiff zerstören. Ist auch mal was Neues. Hat man auch nicht. Hey. Liegen bleiben. Liegen bleiben. So, du lädst immer schön Frontkämpfe ab und ich jag dir eine Rakete rein. Ja, effektiv könnte man hier natürlich Erfahrung sammeln, wenn man möchte. Also mehr oder, weniger grinden. So. Irgendwo sind hier noch Gegner. Da waren noch Gegner, okay. Sehr schön. Auftrag soweit aktualisiert. Es sind nur noch zwei da. Wir haben noch einen Stufenaufstieg, den hauen wir uns noch schnell rein. Kriegen sogar auch selber nur noch einen Punkt, das ist ein bisschen doof. Punkt in Kommando. Du kriegst Sturmgewehr. Du kriegst Fitness. So. Dann. Ach, irgendwo hier ist noch ein Mineral. Das holen wir uns noch schnell. Und danach verschwinden wir von diesem Planeten. Na, komm. Flipp. So. Okay, hopp. Und da haben wir das Vorkommen. Und das ist Uranvorkommen. Sehr schön. Holen wir das noch schnell. Ja, knapp 28 Minuten haben wir dann in diesem Part. Seltenes Element entdeckt. So, dann fliegen wir noch schnell zur Normandy zurück. Auf nach Hause. Auch wenn mich das mit diesem Signal immer noch verwirrt. Aber, Freunde, das war's. Ich bin im Urlaub. Naja, ihr kriegt am Wochenende jetzt noch das StarCraft 2 Finale. Wings of Liberty. Allerdings werde ich auch noch nicht Heart of the Swarm anfangen. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Wir sehen uns soweit mit den Standardprojekten XCOM und Mass Effect in zwei Wochen wieder. Und StarCraft 2 Heart of the Swarm, wie gesagt, gibt's dann auch. Und Wings of Liberty, das Finale, startet jetzt am Wochenende. Ich hoffe zumindest, dass es das Finale wird. Ich habe es noch nicht aufgenommen. Aber ich denke mal, wir müssen nur noch eine Mission und vier Folgen. Ich glaube, das schaffe ich. Na gut, Freunde. Ich hoffe, euch gefällt, was ihr noch gesehen habt heute. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.